allen Fragen, die uns Menschen beschäftigen, ist wohl die fesselndste, ob es auf andere Welten Lebewesen gibt oder ob wir allein sind. Außer den Sichtungen von UFOs und angeblichen Entführungen durch Außerirdische müssen wir gestehen, dass es nicht das geringste Anzeichen für Leben auf anderen Planeten gibt. Ich heiße übrigens Christian. Schon seit meiner Kindheit beschäftige ich mich mit der Frage nach außerirdischem Leben, kann aber eines vorwegnehmen. Ich kann keinen Beweis liefern. Keine Angst, dies wird kein wissenschaftlicher Bericht, von dem wir kein Wort verstehen. Meine Ode bis C beginnt in den 90ern, einer Zeit, in der Akt X und Co. gerade aufkam und ich nichts weiter als ein stinknormales Kind war. Damals wie heute widerstrebt es der führenden Wissenschaft, Augenzeugenberichten außergewöhnlicher Begegnungen nachzugehen. Und zugegebenermaßen ist das meiste einfach nur Fake oder bloße Einbildung. Aber wirklich das meiste? Ich glaube eher ein etwas kleinerer Teil als die meisten anderen. Denn normalerweise würde man meine Begegnungen, die ich in einigen Videos auf YouTube auch schon online gestellt habe, auch als Einbildung abtun. Doch was sind die Fakten? Wissenschaftler nehmen an, dass es auf dem Jupiter Mond Europa unter einer extrem dicken Eisschicht Wasser mit Süßseewassertemperaturen gibt. Und intelligentes Leben ohne Wasser ist nach heutigem Stand der Wissenschaft unwahrscheinlich. Man muss die Wissenschaftler, die annehmen, dass es auf diesem Mond Leben gibt, als Außenseiter bezeichnen, oder? Ich nehme ja an, dass unter dieser Eisschicht schwimmende Wesen oder wenigstens Bakterien. Dass ganz ohne Sonnenlicht Leben möglich ist, wissen wir durch die Artenvielfalt der Tiefsee. Wenn man sich dort umschaut, und das kann man, da die Wesen selbst Licht produzieren können, denkt man, man wäre auf einem anderen Planeten, wenn es dort überhaupt Leben gibt. Aber für mich stellt sich diese Frage nicht, denn ich wurde, wie ich behaupte, von Außerirdischen entführt. Allerdings kann das also auch Einbildung sein. Ihr wisst ja, ich war in der Klinik, in der Nervenklinik, leider. Aber zurück zum Thema. Bei 100 Millionen Sternen in unserer Galaxis und 1 Milliarde sichtbare Galaxien ist es nicht unmöglich, Leben anzutreffen. Eigentlich sogar ziemlich wahrscheinlich. Ich glaube ganz fest daran, auch wenn mich dieser Glaube in einigen Lebensabschnitten zur Besessenheit und noch weiter führte. Die Wissenschaft lehrt uns, dass Leben auf Kohlenstoff basiert. Lebensformen aus anderen Welten müssen nicht so aussehen wie wir, aber sie bestehen aus den gleichen Zutaten. Obwohl, selbst das ist ein bisschen übertrieben. Vielleicht kann Leben auch aus ganz anderen Zutaten bestehen, wer weiß. Zwischen Menschen und Schlangen oder Regenwürmern besteht schließlich auch keine große Ähnlichkeit. Vor wenigen Jahren stellte sich noch die Frage, ob es in anderen Sternsystemen überhaupt Planetenfamilien gibt. Das wurde aber beantwortet, als der erste Planet entdeckt wurde. Es war ein riesiger Felsbrocken, auf dem es ohne Zweifel kein Leben gibt. Doch nun wurden ja auch schon Planeten entdeckt, die in der habitablen Zone der Sonne liegen, also auf denen sogar Wasser und gute Temperaturen existieren können.